Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute fangen wir ein Spiel an. Ja, also wird praktisch wie ein Let's Play und ja, das heißt so, wie es da steht, Ships of Battle Age of Pirates. Gut, und dann melden wir uns mal kurz an. Ja, ich mach mal ein bisschen Ton an, dass ihr auch was verstehen könnt. Genau. So, fahren wir einfach fort. So. Spannende Musik. Willkommen, Pirat. Hier kannst du deine Segel kontrollieren. Mehr Segel bedeutet mehr Tempo. Okay. Das ist jetzt das Tutorial. Da müssen wir zu diesem Punkt da. Okay. Gut. Wir gehen mal zu sehr. Okay. Drücke den Feuerknopf, um deine Feinde auszuschalten. Aha. Okay. Jetzt haben wir da flammende Kugeln. Oh, okay. Das ging schnell. Die Reise beginnt nun. So, dies ist dein aktuelles Piratenschiff. Wie alle Piraten fängst du klein an. Du musst rauben und plündern, um ein furchterregender Pirat zu werden. Ah, das klingt ja schon mal interessant. Es gibt eine ganze Menge anderer Schiffe, verschiedene Fraktionen, die durch die Karibik reisen. Gut. Du kannst gegen ein Schiff kämpfen, wenn du es auswählst. Nach erfolgreichem Kampf kannst du es ausrauben. Okay. Dies ist eine Siedlung einer Fraktion. Du kannst dorthin segeln, indem du es auswählst. Siedlungen werden dir Handelsmöglichkeiten bieten, sowie Verträge und Aufgaben vom Statthalter. Oh, was ist das denn da unten? Das sieht gut aus. Dies ist die Piratenbucht. Deine eigene Siedlung. Oh. Hier kannst du neue Schiffe kaufen. Auch kannst du hier mit deinem Plündergut handeln oder es lagern. Deine Schiffe modifizieren oder upgraden und Aufgaben aufnehmen. Annehmen, Entschuldigung. Ja. Neue Hauptaufgabe. So, da ist unser kleines Schiffchen. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir erstmal in unser kleines Dörfchen. So. Wir haben uns niedergelassen. Während wir nach dem Händler suchen, kannst du dich ein wenig umschauen. Okay. Deine Siedlung bietet einige Gebäude mit besonderen Zwecken. Die Schiffswerft wird zum Beispiel zum Kauf oder zur Optimierung von Schiffen genutzt. Im Hauptquartier findest du die Mission. Erläuterungen zu einem bestimmten Shop findest du mit der Hilfetaste. Ah, da oben. Okay. Dort gibt es Erklärungen zu allen geöffneten Fenstern. Mit der Setz die Segeltaste gelangst du zur Weltkarte. Aha. Hier kannst du zu anderen Siedlungen reisen oder Schiffe angreifen. Oh, okay. So, hier ist unser kleines Schiff. Ja, jetzt gucken wir erstmal, was wir alles so haben. Gehen wir erstmal auf die Werft. Das ist El Jante. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Was gibt's da noch so? Okay.
Die Schiffe werden immer größer. Genau. Oh. Das sieht gut aus. Hier haben sie auch Spezialfähigkeiten. Die Rammschaden, zweimal die Kistenchance. Hier mit unbegrenztem Feuerschaden. Okay, Flottenunterstützung. Oh, das hat noch zwei andere kleine Schiffchen. Ballistische Frontkanone. Ah, und da ist unser kleines Schiff. Was kann man hier machen? Die Werft verfügt jetzt über Ausrüstung. Die Stats haben sich auch leicht verändert. Okay. Kanone wählen. Was wird wählen? Da oben. Ausstatten. Okay. Gegenstände auch tauschen. Bitte einen Gegenstand und einen Slot. Yep. Okay. Was mache ich da? Okay, probieren wir das nochmal. Okay. Gut. Kombinieren. Dann kannst du das Endergebnis sehen, wenn kombiniert wird. Du kannst mit dem Rest des Menüs experimentieren. Viel Spaß. Okay. Heilen wir erstmal unser Schiff, sofern das nötig ist. Hier gibt es, wie gesagt, die Zentrale, ein Lager, eine Schenke. Eine Edelsteinmine. Soweit ich weiß, ist das aber nur für VIPs. Ein Schmied, eine Werkstatt, ein Markt und Werft. Nochmal. Okay. So, was ist das da? Oh, hier kann man ein Rädchen drehen. Machen wir das gleich mal. 50 Gold. 25 und nochmal 25. Oh, jetzt haben wir schon 240. Naja, jetzt setzen wir erstmal die Segel und gucken, was wir hier so machen können. Okay, das ist unser kleines Schiff. Ich fährt gerade schon eins vorbei. Ich probiere mal, ob ich das versenken kann. Oh, ist weggefahren. Ah, da fährt noch eins. Probieren wir mal bei dem unser Glück. So. Sehr epische Hintergründe. Hintergründe, ja. So, jetzt drehen wir. Ja. Oh. Naja, noch nicht so viel Schaden verursacht. Schieße ich denn hin? Was ist das da? Oh, da fällt man schneller. Schießen wir nochmal. Oh. Ah, jetzt kann man hier von dem feindlichen Schiff das plündern. Gut. Jetzt nehmen wir mal das. Drei Steine. Und drei Seile. Schön. Victory! So, wir kriegen 12 Goldmünzen und XP 118. Oh, und gehen auf Level 2. Den ersten Kampf gewonnen. Ah, das Lilane sind hier wahrscheinlich die Boss-Schiffe. Sofern ich weiß. Okay.
Gucken wir mal, was es hier bei dieser Siedlung gibt. Okay, neutral, gut. Schenke gibt es hier. Gouverneur. Das sind wahrscheinlich, ja, das sind Missionen. Das zerstöre 5 spanische Schiffe. Willkommen auf dem Markt. Wenn du Profit machen willst oder Güter für eine Mission brauchst, kannst du sie hier kaufen. Wähle den Gegenstand, den du kaufen willst, links aus und gib die Anzahl rechts ein. Mit dem Schalter oben rechts kannst du angeben, ob du die Güter direkt ins Lager oder aufs Schiff senden willst. Reisen der Kaufmann. Jetzt gucken wir mal. Ah, ein lilanes Schiff. Oh, das ist auf Level 150. Ah, das wollen wir nicht angreifen. Das würden wir wahrscheinlich nicht schaffen. So, ah, hier ist das Handelsschiff. Fahren wir doch mal hin. So, da kommen wir. Was können wir kaufen? Kettenschuss mal 30 für 700 Gold. Haben wir noch nicht. Naja, müssen wir sammeln. Tägliches Glücksrad. Für 1000. Dreimal, okay. Dann haben wir hier... Oh, Premium-Glücksrad. Und 3 schöne Schiffe. Einmal ein Fallen Saint, dann die Raid und Kasai. Werden wir später sicherlich bekommen, aber ich spare erstmal auf sowas hier. Da können wir das noch nicht machen. Okay. Ich werde dann auch mal, also wenn ich dann so viel Gold habe und mir viele von den Dingern, ja, von diesen Premium Spins und auch die normalen, werde ich mir dann das kaufen halt, und dann werde ich auch mal ein kleines Opening machen. So. Naja. Mit der Größe ist uns der Gegner überlegen. Ist täuscht, wie man sehen kann. Genau. Okay. So, wir kriegen 15 Gold und 118 KP. Oder, nein, XP. Na gut, sind ja keine Leben. So, und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, welches Schiff wir versenken noch. Und dann würde ich das Video an der Stelle erstmal beenden. Genau, und dann gucken wir dann mal weiter. So, was haben wir da? Das ist auf Level 2, genau wie wir. Okay. Ah, das schießt schon auf uns. Also, Mist. Da habe ich nicht gut getroffen. Ja, das ist eben viel schneller als wir. Wir sind noch nicht. Wir haben noch nicht so gute Segel. So. Jetzt haben wir schon ziemlich viel Fracht. Ja, genau. Hier kann man die Argus kaufen. Besondere Fähigkeit, gut. Haben wir auch schon angeguckt. So, jetzt sind wir auf Level 3.
Genau. An der Stelle beende ich mal das Video. Ich hoffe, es gefällt euch bisher. Und ihr könnt euch das Spiel gerne auch selber runterladen. Ja. Dann bis